Was sagen Sie dazu? Willkommen zum Podcast der WBG, der größten deutschsprachigen Gemeinschaft für Wissen und Bildung. Wie weit trägt das Fundament der Demokratie? Das ist das Thema der heutigen Folge und ich begrüße dazu den Politikwissenschaftler Torben Lütjen, der lange, mehrere Jahre lang an der Vanderbilt University in den USA gelehrt hat. Hallo, Herr Lütjen. Hallo, Frau Reinhardt. Absurd ist ein Wort, das aus dem Lateinischen stammt. Absurd heißt misstönend. Absurd ist etwas, das den Verstand beleidigt, ja, so wie ein schlechtes Klangerlebnis die Ohren. Absurd, das denke und fühle ich angesichts dieser quasi Virtualität von Covid-19, eines Virus, das man nicht sieht, nicht hört, nicht riecht und das doch so konkrete, dramatische Auswirkungen hat auf die menschliche Gesundheit, auf die Wirtschaft, auf die Gesellschaft. Meine aktuelle Gestimmtheit, muss ich allerdings auch sagen, hat sehr viel zu tun mit den Ereignissen in den USA. Einer Nation, die ja wie von einem absurden Konglomerat aus Katastrophen gleichsam überwölbt zu sein scheint. Da ist die Pandemie, die das mächtigste Land der Welt irgendwie nicht in den Griff kriegt. Da ist die ökonomische Krise, da ist jetzt auch die politische Krise, ausgehend von der Polizeigewalt gegen Schwarze. Und letzte Entwicklung, da ist auch noch die circa 5 Zentimeter lange aus Asien importierte sogenannte Mörderhornisse, ja, die man, glaube ich, vor einigen Wochen im Nordwesten des Landes entdeckt hat. Also absurd. Ich weiß nicht, Herr Lütjen, ist absurd auch etwas, das auf Ihre Gestimmtheit ganz persönlich zutreffen würde? Das weiß ich gar nicht, vielleicht jetzt nicht im Augenblick, sondern dass das Leben generell ja öfter mal vielleicht so einen Moment des Absurden hat, glaube ich. Das hat mit der Pandemie nichts zu tun, sondern das geht einem selber ja sowieso so. Wer sich mit den USA beschäftigt natürlich, der ist das Absurde irgendwie gewöhnt. Und ich glaube, das, was wir erleben seit 2016 vor allem, ist ja gerade eigentlich, gerade bei Trump, dass er als Figur irgendwie gleichzeitig zum Lachen und zum Fürchten ist. Und wenn irgendwas nicht absurd ist, dann, also wenn das nicht absurd sein soll, dann ist es nichts, würde ich sagen. Insofern glaube ich, beschäftigt mich dieses Absurde auch Surreale so ein bisschen schon seit 2016. Ja, wir wollen heute über Demokratie sprechen. Wir wollen heute vor allen Dingen über USA sprechen, aber natürlich auch über die europäischen Komponenten in der amerikanischen Demokratie und die Entwicklung des Landes bis heute. Sie zitieren in Ihrem Buch Amerika im Kalten Bürgerkrieg, so heißt Ihr Buch, in dem Sie die Spaltung des Landes beschreiben, den amerikanischen Historiker Richard Hofstadter, der gesagt hat, es ist unser Schicksal als Nation, keine Ideologien zu haben, sondern eine Ideologie zu sein. Ich würde vielleicht zunächst erstmal von ideellem Fundament oder Ideen sprechen wollen, eher als von Ideologien. Was war denn eigentlich die USA? Was waren die USA ursprünglich für eine Idee? Naja, es waren erstmal ganz viele verschiedene Ideen und ich glaube, dass wir irgendwie natürlich gelernt haben, die Ideen, die sich als deutungsmächtig durchgesetzt haben, eben jetzt als die amerikanische Idee zu verstehen. Das stimmt natürlich nie so ganz. Aber der Satz, den Hofstadter da eigentlich geäußert hat in den 50er, 60er Jahren, das war so auf dem Höhepunkt der Zeit, als man Amerika tatsächlich für ein sehr konsensgeprägtes Land gehalten hat. Eben auch gerade im Kontrast zu Europa, eben auch gerade nach den großen Katastrophen des ideologischen Zeitalters in Europa. Und der Satz sollte eigentlich bedeuten, dass Amerika eben sich selber definiert, sehr stark über diese Idee, ist ja kein sozusagen organisch gewachsenes Gemeinwesen, sondern man wurde Amerikaner durch die Zustimmung zu dieser Idee. Und was schon erstaunlich ist, trotz aller Frakturen in der amerikanischen Gesellschaft, aller Brüche, aller Ungleichheiten, obgleich natürlich der Tatsache, dass dieses Land nie immer nur liberal war, wie Hofstadter damals glaubte, es immer auch antiliberale Stränge gab. Man denkt nur an den amerikanischen Süden, die Sklaverei, den allgegenwärtigen Rassismus. Aber im Zentrum der amerikanischen Politik, anders als in Europa, von Eliten jedenfalls, ein Konsens gab, der darauf basiert, dass Amerika eine Gesellschaft ist, die keine Alternative kennt zur Demokratie,
zu liberalem Kapitalismus, zu Individualismus und dass dies eben weithin geteilt wurde. Und das war ein Konsens, der das Land, glaube ich, über viele Jahrzehnte getragen hat. Und dann irgendwann, ironischerweise gerade zu dem Zeitpunkt, als Hofstadter diesen Satz eigentlich sagt, in den 60er Jahren, in diesem Augenblick eigentlich der Konsens dann beginnt zu zerbrechen. Also schauen wir doch nochmal ein bisschen genauer auf dieses ideelle Fundament, wie ich es gerne nennen möchte, der amerikanischen Demokratie. Ich meine, das ist ja ein Land, ja, das sozusagen die Werte der Aufklärung, die Ideen der Aufklärung, Freiheit, Gleichheit, ja, sozusagen praktisch umgesetzt hat oder als, ja, quasi als politisches Experiment begriffen hat, ja, diese Ideen der Aufklärung zu leben. Und gleichwohl, also so würde ich jedenfalls es formulieren wollen, gibt es ja von Anfang an ein gewisses Spannungsverhältnis in den Werten und Normen, die diese Idee von Amerika ausmachen. Das ist auch ein etwas, das sicherlich auch die früheren Besucher, die europäischen Besucher in den USA im 18. und 19. Jahrhundert festgestellt haben. Also ich denke auch an Alexis de Tocqueville. Alexis de Tocqueville war ja begeistert, ja, über diesen egalitären Ethos, ja, über die Gleichheit, also keine Legitimation durch Adelsstand in den USA. Aber er hat eben schon auch gemerkt, dass es da noch etwas anderes gab, nämlich diesen Individualismus, ja, die Möglichkeit, das Self-Improvement, also sozusagen das nach Status strebenden, sich selbst verwirklichens in einer ganz individuellen Art und Weise. Würden Sie sagen, dass zu Beginn der Geschichte der USA dieses Verhältnis zwischen Gleichheit und Individualismus, wenn man es so auf einen kleinen gemeinsamen Nenner bringen kann, dass es ausgeglichen war? Oder war es je ausgeglichen? Oder wie würden Sie das sehen? Also auch wenn es banal klingt, muss man es trotzdem sagen. Es galt natürlich nicht für diejenigen, die von vornherein davon ausgeschlossen waren, von diesem Konsens. Also das ist schon mal das eine, was klar ist. Es gilt dann für die europäischen Siedler vielleicht. Die Art und Weise, was Tocqueville, glaube ich, dort damals entdeckt hat, war nicht nur die Idee der Aufklärung, sondern eben auch die Prägekraft einer bestimmten Varianz des Protestantismus, also kalvinistisch, puritanisch, wo eben Freiheit und Gleichheit sehr stark zusammengehörten. Also die Idee der Gleichheit der Gläubigen, wo es keine kirchlichen Hierarchien geben sollten, aus dem dann irgendwie auch so ein Gefühl von Gleichheit eben gleichzeitig und Freiheit herrührt, dass man eben sozusagen auch sich denn selbst verwirklichen darf, dass es keine Autoritäten vielleicht gibt, die einem sagen, wie man an seinen Gott zu glauben hat. Das ist, glaube ich, ein sehr interessanter Strang des amerikanischen Denkens, der bis heute sehr, sehr stark ist, jetzt wieder auch sehr virulent geworden ist, weil das klingt sehr positiv, aber es kann eben auch manche merkwürdige Nebenerscheinungen mit sich bringen, wie zum Beispiel das, was wir heute als Anti-Intellektualismus bezeichnen. Also die Idee, dass Expertenwissen abzulehnen ist, dass der Verstand des Allgemeinen oder dass der gesunde Menschenverstand des Average Man sozusagen den Theorien von abstrakten Experten überlegen ist. All das eigentlich, glaube ich, ist Teil dieses Gründungsversprechens sozusagen, sich selbst zu verwirklichen, einer Gesellschaft, die sich zumindest in ihrem Mythos als egalitär verstanden hat. Natürlich bilden sich sehr schnell neue Strukturen raus, neue Oligarchien. Aber dieser Mythos ist sehr lange wirksam. Und das eben mit Freiheit zusammenbringen. Und das ist ja etwas, was in Europa vielleicht im 18., 19. Jahrhundert als Gegensatzpaar gedacht wird. Freiheit und Gleichheit. Und in Amerika fällt es sehr lange zusammen. Immer natürlich mit Widersprüchen überfrachtet, immer mit Spannungen dazwischen. Und der Widerspruch wird eigentlich nicht aufgelöst, anders als in Europa. Man muss sich nicht entscheiden. Das heißt also, diese American Ideology, von der auch Hofstadter spricht, oder American Creed, heißt es bei Samuel P. Huntington, bringt eben sehr widerstreitende Elemente zusammen, die natürlich im Widerspruch stehen zueinander. Aber dieser Widerspruch wird eigentlich nicht aufgelöst. Das heißt also, diese Ideologie ist nicht sehr präzise. Ihr Vorteil aber ist, dass sie sehr breit ist und sehr, sehr anschlussfähig. Sogar auch anschlussfähig an Gruppen eben, die lange Zeit sehr, sehr exkludiert sind. Das ist eigentlich das große Erfolgsrezept der amerikanischen Geschichte, dass eben alle Protestbewegungen, die nach Teilhabe streben, eben nicht brechen mit dieser Ideologie. Also denken wir an das Civil Rights Movement in den 60er Jahren und Martin Luther King. Da ist die Idee eben nicht radikal zu brechen mit der Idee von Amerika, sondern weiße Amerikaner daran zu erinnern, dass sie gegen ihr eigenes Gründungsversprechen Tag für Tag sozusagen verstoßen und es Zeit ist, diese Ideale sozusagen endlich zu verwirklichen. Und das ist, glaube ich, eine große Stärke lange Zeit dieser Nation, die eben extreme soziale Spannung hat, extreme Ungleichheit, extreme Dynamiken, aber diese Integrationsideologie das eben ganz gut absorbieren kann über einen sehr langen Zeitraum. Absolut. Und es ist ja auch das, was so viele Menschen so fasziniert bis heute an diesem Land, ja, dass eben in diesem
immer schon eher den amerikanischen Ideen, Werten, Normen, innewohnenden Spannungen, dass daraus eben so eine enorme Dynamik und eine enorme Erneuerungskraft auch immer wieder resultiert. Ja? Amerika ist ja auch das Land des Pragmatismus, also der pragmatizistischen Philosophie. Ich bin als Philosophin ein großer Anhänger auch der ersten Pragmatiker Dewey und Peirce und James. Und das ist eben auch eine Philosophie, die ja nicht theoretisch an irgendetwas festhält, sondern die auch bereit ist, ja, sozusagen, wie man Werkzeuge an der Realität erprobt, Begriffe immer wieder neu an der Realität zu testen. Also das ist begeisternd, ja, aber wie Sie sagen, es sind andere Faktoren, es ist der Protestantismus, es sind diverse, andere Kräfte dabei, die eben immer wieder zum Widerspruch, ja, zur Rebellion vielleicht mitunter auch auffordern und zum Widerspruch einladen. Ihr Buch, wie gesagt, Ihr letztes Buch heißt Amerika im Kalten Bürgerkrieg und Sie sprechen darin von der Spaltung des Landes in zwei Amerikas. Also ich persönlich finde dieses Buch wirklich ist mit einer absolut bewundernswerten stilistischen Leichtigkeit geschrieben und einer ganz großen auch analytischen Schärfe und was mir eben auch so gut gefallen hat, dass Sie einfach Begriffe ins Spiel bringen und auch Perspektiven da reinbringen, ja, in letzten Endes ja ein mittlerweile altbekannten Topos, also die amerikanische Gesellschaft ist gespalten, die eben nochmal das alles viel deutlicher beleuchtet. Und ein ganz wichtiger Punkt bei dieser Spaltung, die Sie als Kalten Bürgerkrieg bezeichnen, ist natürlich das Thema Populismus. Also wie definieren Sie eigentlich Populismus? Und unterscheidet sich der amerikanische Populismus von dem europäischen, jetzt was auch sein Wirken in der zunehmenden Spaltung betrifft? Wann ist er überhaupt entstanden? Sind sehr viele Fragen auf einmal, ich weiß. Sehr viele Fragen. Ich versuche mal in der verbleibenden Zeit die Hälfte zu beantworten. Ja, also gleich mal fast hinten angefangen. Also ich würde sagen, als Trump damals die Bühne betritt 2015, da hat man schon das Gefühl, das ist eigentlich so eine Europäisierung der amerikanischen Rechten. Weil die Versatzstücke, über die Trump da arbeitet, sind in manchen jedenfalls sehr dem ähnlich, was wir in Europa seit den 1980er Jahren als Rechtspopulismus kennengelernt haben. Also so ein ethnischer Nationalismus, Tabubrüche, Personalisierung, Verschwörungstheorien, das alles ist ja Leuten wie Jörg Haider schon nicht fremd gewesen, bis in die Gegenwart des europäischen Populismus. Gleichzeitig ist es natürlich eigentlich gar nicht europäisch, sondern ich würde sagen, das ist eigentlich etwas, was so in der DNA der amerikanischen Politik und Kultur eigentlich auch von vornherein eigentlich eingeschrieben ist. Also ohne zu weit zurückzugehen, aber in diesem Fall macht es doch Sinn. Also ich würde sagen, schon bei der Gründung der USA gibt es so einen populistischen Moment. Die Frage nämlich eigentlich, wie repräsentativ soll die amerikanische Demokratie sein, weil, und jetzt kommen wir zur Definition des Populismus, Populismus, der davon ausgeht, es gebe einen ungeteilten Volkswillen. Also Rousseaus Volonté Générale. Und der ist irgendwie empirisch auffindbar. Und wenn er sich nicht äußert, liegt es daran, dass irgendwie die Eliten das Volk teilen, es in das Licht führen, manipulieren vielleicht. Aber es gibt irgendwo diesen allgemeinen Volkswillen. Und den kann man auch nicht, wie Rousseau auch dachte, den kann man im Grunde nicht delegieren. Der ist sozusagen nur in seiner puren Form sozusagen wirklich legitim. Und diese Debatte gibt es schon bei der amerikanischen Gründung. Der Frage eben, nicht wie zentral soll der neue Bundesstaat sein, was ist die Rolle von Washington, des Kongresses, des Bundesstaates im Allgemeinen, die Rolle des Präsidenten. Und es gibt eine relativ starke Strömung, die ein sehr dezentrales Gemeinwesen haben will, wo Amerika sozusagen kein einheitlicher Bundesstaat in dem Sinne werden soll, sondern ein sehr föderales Gebilde. Und diese Erwartungen werden enttäuscht. Am Ende setzen sich die durch, die wir in der Geschichtsschreibung als Federalists bezeichnen. Also diejenigen, die Amerika als Bundesstaaten haben wollten und ein sehr, sehr repräsentatives System der Demokratie geschaffen haben mit ganz, ganz vielen Filtern. Es gibt ja in den USA sehr wenige Möglichkeiten, auf Bundesebene jedenfalls mit direkter Demokratie Einfluss zu nehmen, Referenten oder so etwas in der Art. Es ist also ein sehr, sehr repräsentatives System. Senatoren sind auf 6 Jahre gewählt. Selbst der Präsident wird nicht direkt gewählt, sondern das ist ja auch gefiltert. Gibt es ja ein Medium dazwischen, das Electoral College, das eigentlich verhindern sollte, dass denn ein Caesar irgendwann sozusagen die Macht ergreift. Das hat 2016 dann nicht so richtig gut funktioniert vielleicht. Also diese Idee, diese Spannung ist von vornherein da. Und Populismus bezeichnet eben die Idee einer sehr einfachen Zweiteilung der Gesellschaft. Das ist eine sehr profane, aber Definition, die sich, glaube ich, durchgesetzt hat in meinem Fach, eine Zweiteilung der Gesellschaft zwischen einem hart arbeitenden, ehrlichen Volk und auf der anderen Seite eben die korrupten,
Dekadenten, vielleicht auch faulen Eliten. Und alles andere, was es gibt, dann Klassen oder so etwas, wird quasi negiert. Es geht nur um diese Zweiteilung. Und ich würde sagen, insofern ist es eigentlich eine ganz uramerikanische Geschichte, die lauert immer da, die ist politisch auch nicht festlegbar, die ist mal links, mal rechts. Sie ist dann aber eher links eigentlich, seit dem Ende des 19. Jahrhunderts und bis in die 60er Jahre. Und dann gelingt es eigentlich den amerikanischen Konservativen, lange vor Trump, diesen Populismus eigentlich zu klauen, ihn aufzuladen mit Lebensstildifferenzen. Und er wird ein Feind erfunden, die liberale Elite, die irgendwo in den Küstenregionen wohnt. Ich sage, er wird erfunden, er ist auch ein bisschen da. Das hat auch damit zu tun, was sich so in der amerikanischen Linken sozusagen ändert, dass die Arbeiterklasse vielleicht nicht mehr so das Bezugsobjekt, sagen wir mal, linker Sehnsüchte in den USA ist, wie auch woanders vielleicht in westlichen Gesellschaften. Aber es ist eben auch eine große Inszenierungsleistung des amerikanischen Konservativismus, diesen Populismus so für sich vereinnahmen zu können. Und eigentlich wird damit immer weiter gespielt. Es wird immer weiter radikalisiert. Erst sind es liberale Eliten in Hollywood und irgendwann ist es ganz Washington. Und als Trump dann 2016 antritt mit diesem Slogan Drain the Swamp, also mit dem Slogan, den Sumpf jetzt trocken zu legen, da glaubt eigentlich keiner mehr an Washington. Und mittlerweile ist die Partei aber so vom Populismus eigentlich erfasst, dass es alle Kandidaten versprechen, mit Washington aufzuräumen. Jeder will Outsider sein. Aber da Trump sozusagen, glaube ich, am authentischsten verkörpern konnte, mit diesem Apparat nichts zu tun zu haben, bleiben die anderen eben doch nur so die quakenden Frösche sozusagen, die nicht gefragt werden, wenn man den Sumpf trocken legt. Und da findet mit Trump eigentlich, würde ich sagen, eine lange, lange Radikalisierung populistischer Ermächtigung eigentlich seinen Höhepunkt 2016. Ja, also ich, was mir in Deutschland sehr auffällt, bei der Populismusdiskussion auch in Deutschland ist ja sehr viel die Rede von Spaltung der Gesellschaft, von Populismus, von neuen Autokratien auch innerhalb Europas, ist das gerade dieser Populismusbegriff ja so merkwürdig unscharf und diffus bleibt. Also ich lese selten irgendwie befriedigende Definitionen von dem, was es ist. Und ich finde, was den amerikanischen Populismus, den amerikanischen Rechtspopulismus betrifft, fand ich eben besonders Ihre Analyse so erhellend, weil Sie die Perspektive mal legen auf einen Aspekt, der bisher, finde ich, nach meiner Wahrnehmung überhaupt noch nicht vorkam, also zumindest nicht in der deutschen Diskussion. Sie schreiben nämlich im Zusammenhang ja, mit dem Populismus in den USA von individueller Selbstermächtigung und Sie sprechen auch, also Empowerment im Sinne von Empowerment, und Sie sprechen aber auch von einer Aufklärungsmentalität des Populismus. Ja? Also beides gehört irgendwie zusammen. Können Sie uns das näher erklären? Das würden wir wirklich alle gern nochmal von Ihnen hören. Also natürlich, wenn man solche Begriffe prägt, ist da immer ein Stück Provokation dabei. Ja. Also Rechtspopulismus als anti-autoritäre Bewegung teilweise beschreibe, meine ich es auch genauso teilweise. Es gibt natürlich autoritäre Elemente. Ich beziehe das übrigens durchaus nicht nur auf den amerikanischen Populismus. Er ist nur aus den Gründen, zu denen ich komme, ist es da besonders deutungsmächtig. Ich glaube eben, dass das, was wir gerade erleben in westlichen Demokratien, dieser Rechtspopulismus, eben, glaube ich, schon eine andere Spielart ist von rechten Denken als in der Vergangenheit. Ich glaube, er ist weniger autoritärer im Sinne von, dass man sich jetzt irgendwie fixiert auf ein Dogma, auf eine schriftlich festgelegte Ideologie, auf den großen Führer vielleicht, der die Vorhersehung geschickt hat, der über Wissen verfügt, über das normale Menschen nicht verfügen können und dem man sich dann freudig unterwirft sozusagen. Es sind keine Parteien, weder die AfD noch andere Parteien in Europa, die nach dem Kadergehorsam irgendwie funktionieren oder disziplinierte Kaderparteien sind. Sondern ich glaube, die Art und Weise, wie dies getan wird, und das ist natürlich eine Art, würde ich sagen, von pervertierter Aufklärung vielleicht, weil sich Aufklärung immer auch ihrer Grenzen bewusst gewesen ist, gute Aufklärung jedenfalls, eine Form der pervertierten Aufklärung, die eigentlich keine Maßstäbe außerhalb des eigenen Empfindens gelten lässt. Und ein Beispiel, das ich oft nenne über die USA zum Beispiel, ist der Slogan von Fox News, dieses konservativen Nachrichtensenders, dessen großer Slogan ist You decide, Sie entscheiden, You decide. Also wir bieten jetzt nur die Fakten eigentlich und Sie selber können sich daraus dann Ihr Weltbild sozusagen zurechtformen. Und ich glaube, das spielt beim Rechtspopulismus eine ganz, ganz große Rolle. Also nehmen wir mal das Beispiel, das sehr virulent ist im Rechtspopulismus, die Ablehnung des wissenschaftlichen Konsenses zum Klimawandel. Der wird ganz oft ja unter Verweis darauf geführt, dass man es eigentlich selber rausbekommen hat. Dass man sozusagen den Experten nicht vertrauen muss, dass es irgendwie natürlich auch eine Verschwörung ist oder so etwas. Und wenn ich zum Beispiel von Leuten öfter mal E-Mails bekomme, wo ich so über den wahren Stand der Dinge aufgeklärt werde, sind ja ganz oft auch Diplom-Ingenieure oder so etwas, dann schicken die mir sehr ausgefeilte Analysen zum Klimawandel, wo sie es selber eigentlich rausbekommen haben. Also ich würde sagen, es ist eigentlich so die Ablehnung von Delegation,
Das ist eine Vertrauenskrise, eine Ablehnung fast jeder Art von Autorität. Und dazu passt, würde ich sagen, eigentlich auch die Figur des populistischen Parteiführers, der eben jetzt nicht irgendwie der große Charismatiker ist, der abseits des Volkes steht, wie zum Beispiel Hitler, Mussolini. Charisma ist ja irgendetwas Transzendentes, was religiös aufgeladen ist, sondern wo es sehr stark darum geht, er wird eigentlich nur zum Sprachrohr gemacht. Er ist eigentlich kein Repräsentant, er ist mehr als die Inkarnation des Volkes eigentlich. Das Volk spricht sozusagen durch ihn. Und vielleicht noch ein markantes Beispiel in der Autoritarismusforschung von Adorno und anderen der Frankfurter Schule. Da war sehr zentral im Mittelpunkt immer die strenge Vaterfigur. Also der autoritär veranlagte Mensch, der hat sozusagen eine unheilbare Fixierung auf den starken Vater, der Vater als Strafender, als Beschützer, als moralische Instanz. Und jetzt mal ganz ehrlich, glauben Sie, dass Trumps Anhänger ihn als moralische Instanz sehen? Als Beschützer vielleicht noch oder als Strafenden, als jemanden, der Opfer abverlangt? Trump, und das gilt für andere Rechtspopulisten, glaube ich auch, wie Salvini, wie vorher Berlusconi vielleicht, sind keine strengen Vaterfiguren, sondern ich würde sagen eher so moderne Post-68er Kuppelväter, nicht? Die ihren teilweise auch durchaus verzogenen Nachwuchs dazu anstacheln, eben weiter sich aufzulehnen gegen die Political Correctness. Also hört nicht den Lehrern zu, lacht über das, worüber ihr immer schon gelacht habt und nennt das Schnitzel weiter so, wie ihr es immer genannt habt und lasst euch das nicht vorschreiben und schreibt weiter, wie ihr schreiben wollt. Und das ist eben auch dieser rebellische Geist, glaube ich, der zu dieser anti-autoritären Grundstellung ganz gut passt. Absolut, ja. Also was Sie nennen eben, also ich denke auch, also Trumps Anhänger sind eben mehr Fans, ja, als Überzeugte von seiner Ideologie, die er nicht hat. Und es geht um eine Identifikation mit dem Echten, mit dem Authentischen. Dazu kommen wir gleich, die auch eine ganz wichtige Rolle spielt in Ihren Ausführungen. Aber ich möchte gerne noch mal ganz kurz auf die von Ihnen so schön genannte pervertierte Aufklärung im und des Populismus zurückkommen. Also ist es eben auch so spannend und so erschreckend zu sehen, ja, was eigentlich Immanuel Kant ursprünglich vorhatte oder intendierte, als er von dem öffentlichen Vernunftgebrauch sprach, ja, als er sagte, es geht ums Selbstdenken, eben darum, dass wir uns äußern, unsere eigenen Ideen äußern, ja, dass wir frei sind, die zu äußern, dass wir gemeinsam als eine Art Weltbürger, als intellektuelle Weltbürger miteinander reden. Jetzt haben wir aber ja die Situation, die Sie ja auch beschreiben, dass wir keinen gemeinsamen, von allen geteilten Diskursraum mehr haben, ja, wo solche selbstdenkenden Argumente idealerweise ausgetauscht werden könnten. Also ich würde eben sagen, diese pervertierte Form der Aufklärung, die verkürzt und verabsurdisiert letzten Endes auch die ganze aufgeklärte und aufklärerische Rationalität. Also das Prinzip der Zweiwertigkeit, der Satz vom Widerspruch, der Satz vom ausgeschlossenen Dritten, ja, so wie ursprünglich vom Begründer der Logik Aristoteles formuliert, ja, alle diese Grundsätze der Ratio des Logos werden eingedampft, pervertiert, reduziert auf das falsche Dilemma, auf das Entweder-Oder. Entweder ich oder du, entweder ich oder wir, entweder weiß oder schwarz, entweder Demokrat oder Republikaner, entweder gut oder böse. Und das ist das, was eben so faszinierend ist, weil das ja auch geschieht, diese Art von Pervertierung, wenn wir bei dieser Vokabel bleiben wollen, tatsächlich eben im sozusagen in einer Mission, Licht ins Dunkel zu werfen, aufzuklären, selbst wenn meine Aufklärung, die ich dann als Populist betreibe, darin bestehen sollte, die Wissenschaft zu widerlegen. Ja, also ich glaube, alles, was Kant gesagt hat, bleibt natürlich gültig, würde ich sagen. Nur unter den Voraussetzungen der Gesellschaft, in der wir leben, ist sozusagen das scharfe Schwert der Vernunft eben auch echt eine Waffe, mit der man viel Unheil anrichten kann. Und ich würde sagen, wenn es einen Philosophen gibt, der vieles vielleicht vorausgesehen hat, vielleicht ist es dann Francis Bacon. Und die Idee sozusagen des Confirmation Bias oder Bestätigungsfehler, also diese Idee, dass
Wenn der menschliche Verstand einmal eine Meinung gefasst hat, ist er sehr schwer davon abzubringen. Das ist, glaube ich, ein Grundzug menschlicher Erkenntnis. Heute eben stärker, was Sie beschreiben, ist ja auch ein Verlust von Ambivalenz eigentlich, von Uneindeutigkeit, den wir uns nicht mehr zugestehen. Das ist, glaube ich, eine Folge von Polarisierung, wo man ganz klar zu einem Lager gehören will, wenn man sonst irgendwie als unsicherer Kantonist vielleicht dasteht. Der Unterschied ist eben nur, dass dieser grundsätzliche menschliche Zug einfach jetzt irgendwie ins Riesenhafte gewachsen ist in seinen Möglichkeiten, weil wenn ich mich zum Beispiel kurz irritiert fühle in meiner eigenen Meinung, weil die Eliten mir sagen, es könnte auch anders sein, dann ist sozusagen die erleichternde Gegenexpertise aber nur ein Klick entfernt. Und das ist, glaube ich, das, was sehr stark passiert ist, dass es unendliche Anzahl von Möglichkeiten gibt, sich in diesem eigenen Weltbild zu stabilisieren und eben nicht mehr irgendwie kognitiv herausgefordert zu werden. Also ich fände es nochmal ganz wichtig, also dieser Bestätigungsfehler, der Confirmation Bias, der spielt eine ganz große Rolle, ja, auch in populistischer Medienberichterstattung natürlich. Aber ich möchte ganz kurz nochmal auch zu sprechen können auf diesen Zusammenhang zwischen individueller Selbstermächtigung und Populismus. Also Sie sprechen auch von paradoxer Individualisierung, von einem Effekt paradoxer Individualisierung in dem Zusammenhang. Was meinen Sie damit? Das ist, glaube ich, gar nicht jetzt so primär auf den Populismus bezogen. Okay. Das ist eine andere Art vielleicht von Konzept. Also was ich mit paradoxer Individualisierung, ein sehr kompliziertes Wort, ein Ungetüm, zu dem ich eigentlich nicht neige, aber besser ist es mir nicht eingefallen. Damit ausdrücken will es eigentlich, es gab ja neben der Aufklärung eine viel neuere Idee vielleicht davon, wie Gesellschaft sich unter freiheitlichen Bedingungen entwickelt. Und das war eigentlich die Theorie der Individualisierung. Das heißt, wenn die Menschen sich aus überkommenen Traditionen lösen, wenn sie sozusagen die Autoren ihrer eigenen Biografie werden oder die Herren ihrer eigenen Schicksale, wie man das bezeichnen will, dann würden sie irgendwie freier werden. In ihrem Denken, auch politisch. Die Idee der Politikwissenschaft war sehr lange, dann wären das alles irgendwie postmoderne Wechselwähler, die ganz rational Parteiprogramme vergleichen und sozusagen ganz responsiv sind zu dem, wie die Parteien sich dann verhalten und werden dann irgendwie so rationale Wähler. Ja? Und ich würde sagen, eine Sache, die man in den USA sieht, und ich glaube, da schlage ich auch die Brücke am stärksten zu Europa, als etwas, was vielleicht uns auch bevorsteht und was ich in Ansätzen jedenfalls bereits zeigt, ist diese Idee eigentlich, dass die Amerikaner all diese individuelle Freiheit, wen sie lieben wollen, wo sie wohnen wollen, welche Medien sie konsumieren wollen, welche Sportarten sie betreiben wollen, all diese gewachsene Wahlfreiheit der letzten 50, 60 Jahre eben nicht dazu eingesetzt haben, irgendwie postmoderne Flaneure zu werden, die verschiedene Entwürfe miteinander kombinieren, sondern im Grunde all die Freiheit eingesetzt haben, um sich in ihre eigenen Echokammern sozusagen zurückzuziehen. Also amerikanische Nachbarschaften sind weitaus homogener geworden, weil Leute selbst dann, wenn sie umziehen, eben vielleicht nicht direkt nachdenken, wo wohnen Demokraten oder Republikaner, die ich vermeiden will, aber eben nach Lebensstilfaktoren vorgehen, die eben heute sehr, sehr eng mit Politik verbunden sind. Es gibt eine unfassbare Expansion natürlich der Massenmedien. Man kann sich über alles informieren. Die meisten Leute aber natürlich konsumieren die Medien, die eigentlich ihr eigenes Selbstbild bestätigen. Und so könnte man das eigentlich fast durch alle Ebenen der amerikanischen Gesellschaft durchdeklinieren. Man guckt andere Sportarten, geht in andere Restaurants, guckt andere Fernsehserien, in denen natürlich verschiedene andere moralische Botschaften transportiert werden. Das heißt, am Ende, glaube ich, hat der Mensch oder haben die Menschen auf diese, was Hannah Arendt mal bezeichnet hat, als Tyrannei der Möglichkeiten, diesen Optionsdruck, eigentlich mit Ablehnung vielleicht sogar reagiert und haben eigentlich das als Rückzugsangebot verstanden, sich nicht mehr irgendwie irritieren zu lassen von anderen Lebensentwürfen, anderen Weltentwürfen, anderen politischen Vorstellungen. Und ich glaube, das hat das Land mindestens ebenso stark polarisiert wie all die Konfliktlinien, über die wir jetzt reden, zwischen Stadt und Land, zwischen den Hautfarben, also Race als Konfliktlinie oder Religion. Ich glaube, diese Art der paradoxen Individualisierung ist vor allen Dingen für diesen paranoiden Überschuss in diesem Konflikt sehr stark verantwortlich. Ja, es gibt noch eher einen anderen Aspekt. Neben dieser Aufklärungsmentalität, die mich frei wählen lässt, vermeintlich, ja, wem ich zugehöre und was ich meine, dann auch zu wissen, spielt ja auch das Gefühl eine gewisse Rolle. Also es spielt eine Rolle, wo also es ist ganz wichtig zu sehen, was fühlt sich für mich gut an, was fühlt sich für mich echt wahr und gut an. Um da jetzt wieder das Beispiel Donald Trump zurückzukommen,
Er ist ein Mensch, der sozusagen die authentische Selbstinszenierung ja für viele meisterlich beherrscht. Also er verkörpert das Echte. Ja, sehr stark. Das sehe ich ganz genauso. Und man muss, glaube ich, immer differenzieren. Also ich würde sagen, ein großer Teil der republikanischen Wähler hält zu ihm wegen dieser Polarisierung, weil das als binäre Wahlmöglichkeit aufgefasst wird. Und man glaubt, dass alles, was nach ihm kommt, ob es 2016 Clinton war oder jetzt Joe Biden, das Armageddon bedeutet. Das heißt, die halten zu ihm, glaube ich, aus sozusagen pragmatischen Motiven heraus. Aber ich glaube, dieser Teil der Wähler der Partei, der sich sehr früh an ihn gebunden hat, 2015, 2016 schon bei den Vorwahlen, ist zum einen zu ihm gezogen worden, natürlich einfach durch Rassismus, muss man sagen. Das spielt eine große Rolle. Und dann aber, glaube ich, auch eben durch das, was Sie gerade beschrieben haben, und das ist, glaube ich, sehr unauflöslich mit diesem Populismus, glaube ich, verbunden, der auch nichts zwischen sich und der Welt eigentlich akzeptiert. Nichts, was vermitteln soll, zwischen einem selbst und der Welt, so nach Echtheit strebt, nach Authentizität. Und Trump, glaube ich, verkörpert das maximal. Also das heißt, alles, was vielen anderen Kommentatoren als unverzeihbare Fehltritte erschienen, als Entgleisungen, als Verletzungen von Normen, die man nicht akzeptieren darf, galt vielen seinen Anhängern eigentlich als Beweis dafür, dass da endlich jemand die Bühne betreten hat, der so redet, wie der Schnabel gewachsen ist. Eben auch als Aufstand dessen, was wir in der Regel als Political Correctness bezeichnen. Also der Aufstand gegen sozusagen das, was man als Gängelung, als Zivilisierung vielleicht auch in gewisser Weise empfindet. Und es ist natürlich jetzt eigentlich merkwürdig, dass vielleicht eine Figur wie Trump gerade das verkörpert, als Milliardär, als jemand mit pompösem Lebensstil. Aber es ist ja gerade diese Mischung eigentlich. Auf der einen Seite sozusagen dieser monarchische Lebenswandel mit Marmor am Trump Tower und dem goldenen Klo, wobei das wohl ein Mythos sein soll. Und gleichzeitig aber eben ja, glaube ich, wirklich wahrgenommen wird als irgendwie bodenständig. So komisch das vielleicht für andere klingt. Als jemand, der sein Leben so lebt, wie vielleicht seine Anhänger ihr Leben auch leben würden, wenn sie das Geld dazu zur Verfügung hätten. Aber gucken wir uns seine Reden an zum Beispiel. Diese Reden, also ich kann jedem nur empfehlen, die einmal auszudrucken und die verschriftlich vor sich zu haben. Wenn man das liest, dann dagegen kommt dann James Joyce, Ulysses, eigentlich künstlerisch unambitioniert vor, weil es ist ein Labyrinth der Sprache, aus der es irgendwie keinen Ausgang gibt. Aber auch das ist eben Teil seiner Nicht-Inszenierung vermeintlich sozusagen. Er ist unscripted. Ein Wort, das man schwer übersetzen kann, vielleicht ins Deutsche. Also es gibt kein Drehbuch, an dem er sich hält, sondern es ist das, was ihm gerade so im Kopf rumspuckt, was er dann so ausschüttet vor der Nation. Twitter genauso, wo also hochpolitische Statements neben dem Lob für die Weihnachtsdekoration im Weißen Haus für seine Frau stehen. Oder wenn er seine 65 Millionen Follower dazu aufruft, bei Dancing with the Stars für seinen ehemaligen Pressesprecher oder so zu stimmen. All das sind ja Produktionen von Authentizität. Und er hat natürlich als Reality-TV-Star, und das war er eigentlich, ehrlich gesagt, er hat lange aufgehört, Businessman zu sein, hat eben natürlich als Star in einer Reality-TV-Sendung nicht nur das einüben können vor Publikum, sondern hat eben auch verstanden, glaube ich, wie man Authentizität verkauft. Und ich glaube, auch das passt natürlich gut zum Populismus. Es geht eben darum, sich frei zu machen von Zivilisierung. Was aber eigentlich wichtig ist. Also wir überleben ja nicht nur als Gesellschaft, weil wir zivilisiert sind. Aber all das wird irgendwie jetzt sozusagen von seinen Anhängern als Falschheit, als Versuch von Kontrolle interpretiert. Und bei Trump, glaube ich, und bei vielen anderen populistischen Parteiführern geht es eigentlich um Entzivilisierung. Das bedeutet auch, wenn Trump sich daneben benimmt, dann benimmt er sich eigentlich sozusagen für seine Anhänger mit daneben. Die jedes Mal den Tabubruch und die Entgleisung und die unweigerliche Empörung, die darauf folgt, so ein kleines Stück mitgenießen. Weil er kann sich daneben benehmen, was viele von ihm vielleicht nicht können. Auch darin liegt seine Macht sozusagen. Ja, also ich finde es auch auf ästhetischer Ebene sehr interessant, ja, weil er kreiert ja sozusagen eine Atmosphäre. Das ist ein Begriff auch des deutschen Philosophen Gernot Böhme. Also Gernot Böhme sagt, eigentlich ist Atmosphäre die ästhetische Zentralkategorie unserer Zeit. Nicht mehr die Schönheit, sondern die Atmosphäre. Es ist eine gewisse Atmosphäre seiner echten, seiner rohen Sprechakte, ja, die ja einen verführt, die einem dann auch irgendwie ja, in seinen Bann schlägt und damit jedes Gegenargument im besten Sinne einfach zum Schweigen bringt oder jede Art von selbstdenkerischem Move. Ja? Und das ist faszinierend. Also ist auf ästhetischer Ebene fraglos faszinierend, aber auf politischer Ebene natürlich wiederum hoch gefährlich. Wir sind fast am Ende. Ich habe noch eine allerletzte Frage. Und was mich natürlich interessiert, ist nochmal auch so ein bisschen zusammenfassend eben auch aus der Geschichte der ja am längsten bestehenden Demokratie weltweit heraus zu bestehen. Was können wir tun, um in Zukunft die Demokratie zu stärken? Ja, das ist natürlich ironischerweise, sag ich jetzt mal,
die Lieblingsfrage für alle Politologen, weil wir sehr gut darin sind, etwas zu analysieren, aber sehr schlecht darin, vielleicht Empfehlungen abzugeben. Zumal ich eben glaube, vieles von dem, was ich beschrieben habe, sind soziale Prozesse, in die man nicht eingreifen kann. Wäre es nur ein institutionelles Problem, dann wäre die Frage, glaube ich, eine andere. Dann könnte man natürlich vielleicht da eingreifen. In den USA gibt es ein paar Dinge, glaube ich, die da eine Rolle spielen. Zum Beispiel das System der Vorwahl, was dazu führt, dass sich die Parteien immer nur die echt überzeugten Basisaktivisten engagieren. So ist auch Trump sozusagen an die Macht gekommen. Während vielleicht Leute, die moderater sind, in ihren Ansichten keine große Rolle spielen. Das sind Dinge, die man vielleicht unter Umständen angehen könnte. Auch wiederum für die USA, wenn das vielleicht, was die Republikaner jetzt tun, nicht mehr mehrheitsfähig wäre irgendwann. Und man doch daran glaubt, dass Parteien irgendwie doch rationale Akteure sind, die um Macht kämpfen wollen, könnte man auch von da eine Besserung erhoffen vielleicht. Aber die großen Prozesse, die ich beschrieben habe, die laufen ja trotzdem ab. Also wir werden weiter genug Nischen finden im Internet oder woanders eben auch, uns unsere Meinung zu bestätigen. Und ich glaube, die große Gefahr ist ja eigentlich auch unserer gegenwärtigen Gesellschaften, dass sie so das Schlechteste aus beiden Welten eigentlich kombinieren. Auf der einen Seite die Echokammer und gleichzeitig aber kann ich eben sehen, was da auch passiert. Und kann mich sozusagen noch weiter radikalisieren, indem ich sehe, wie verzerrt die Wirklichkeit ist, die dort dargestellt wird, weil es doch irgendwo transparent ist. Also eine einzige Sache vielleicht, die mir zu all dem einfällt. Und ich glaube, wie gesagt, das ist appellativ. Ich glaube nicht, dass man das so verordnen kann. Aber eine Sache, die wir gerade feststellen, glaube ich, wo wir den USA nacheifern, ist, dass wir alles mit Politik aufladen. Und Politik ist wichtig. Und ich glaube, es war eine alte Regel und ein alter Slogan der 60er Jahre und der 68er. Alles ist politisch und man muss alles durchdemokratisieren. Und in vielerlei Hinsicht ist es natürlich auch richtig. Aber ich glaube, dass Politik irgendwie auch da gemacht werden soll, wo sie hingehört. Wie zum Beispiel jetzt in den USA auf die Straße. Das ist Politik. Also ich rede nicht von Parlamenten, selbstverständlich. Aber sozusagen alle anderen Fragen von Lebensstilen, ob jemand ein SUV fährt, wer sich wie verhält, wenn die Nationalhymne gespielt wird, wo überall Politik stattfinden soll. Da gibt es, glaube ich, viele Dinge, wo wir als Gesellschaft, glaube ich, auch Ruheinseln brauchen. Wo diese politische Dauerregung einfach mal abklingen kann. Und wo man eben nicht auf Twitter, auf Facebook und so weiter eigentlich bei jeder Entscheidung, die die eigene Lebensführung betrifft, sofort sozusagen den Spiegel vorgehalten bekommt, womit man dabei dann eben politisch eben steht. Das heißt, ich glaube, in diesem Sinne, auch wenn es paradox klingt, tun wir alle sehr gut, glaube ich, einfach weniger Politik zu betreiben. Wenn diese Maxime, man soll immer reden mit der anderen Seite, was jetzt ja viele deutsche Zeitungen zum Beispiel tun, Diskussionen organisieren mit der AfD und so weiter, kann man vielleicht auch machen, aber ich glaube nicht, dass man durch ständige Diskussion über Politik sich weniger polarisiert oder auflädt. Ich glaube, wir brauchen einfach viel mehr unpolitische Gemeinsamkeiten, wo wir eben als Staatsbürger Dinge für uns selber entdecken, wo wir Gemeinsamkeiten haben und die vielleicht wichtiger sind auch als Politik in gewisser Weise. Das wäre vielleicht die einzige konkrete Empfehlung, die ich hätte. Genau, also ich würde es vielleicht aus meiner subjektiven Sicht so zusammenfassen wollen, weniger über Politik reden als miteinander leben, gemeinsame Lebensformen, ja, entdecken, Rituale, Praktiken einfach gesellschaftlicher Art. Ja, sehr gut. Wir sind am Ende. Ich möchte gerne an Sie meine letzte Frage weitergeben. Was können wir tun? Was kann vielleicht auch jeder Einzelne von uns tun, um ja aus der Tradition heraus, aus dem Verständnis demokratischer Traditionen heraus kommend, die Demokratie heute und in Zukunft zu stärken? Bitte schreiben Sie mir doch Ihre Kommentare auf der WBG-Facebook-Seite oder gerne auch auf der Community-Plattform. Ich freue mich drauf. Was sagen Sie dazu?